Hallo und herzlich willkommen. Wir gucken uns jetzt ein Video vom lieben Knöchi, aka Moji, an, mit seinem, unserem Sohn. Ich bin ja der Vater, falls es die Leute jetzt noch nicht wussten. Jetzt wisst ihr es. Ich bin der Vater, Knöchi ist die Mutter. Oggi ist, Ich bin einfach das fünfte Rad am Wagen. Stimmt doch gar nicht, Tutsi. Egal, ich guck's mir trotzdem an. Tutsi ist der Beste. So, bin mal gespannt, weil der Junge ist süß. Ich mag einfach diesen Jungen. Der ist lustig. Wir gucken mal rein, wie glücklich er wieder wird. Hi. Hi. Grüß dich, mein Lieber, wie geht's dir? Es freut mich wirklich sehr, dich heute wiederzusehen. Dein Gesicht strahlt wie die Sonne. Was hast du die letzte Zeit getrieben? Lang nicht mehr gesehen, erzähl. Ja, also ja, ich habe den Film schon gelernt und alles. Und dann war ja in Albu auch wieder oben. Und ja. Ey, der ist ein richtiger Star geworden, Knattermaus, ja. Weißt du? Der ist richtig ein Star in München geworden, an der Algut-Tankstelle. Ich habe mal seine Stories angeguckt, der macht Fotos mit anderen. Junge, ich küsse dein Herz. Der fühlt sich bestimmt mega cool. Ja, sei auch ihm gegönnt. So ein lieber Junge, guckt euch mal sein Gesicht an. Guckt einfach euch sein cute. Gesicht an. Einfach cute. Einfach so, einfach süß, der Junge. Das übliche, Daily Business, ja. Oder? Ja. Sonst, du hast YouTube angefangen, du machst jetzt einen YouTube-Kanal. Ja, mach. Wie läuft's? Gut. Macht dir Spaß, oder? Das freut mich sehr zu hören. Also, wie heißt der Kanal? Vollstrecker345, also so wie mein Instagram-Kanal. Vollstrecker, so ein geiler Name. Ich mach eigentlich, klatsch einfach den Link in die erste Beschreibung. Wir machen dich zu einem Star. Eigentlich bist du jetzt schon Star. Ja. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Kennen dich manche Leute so aus den Videos? Ja, sogar ein Mädchen war sogar schon in, also rumgefahren. Die hat mir gesagt... My man! Die hat mir gesagt, du bist so Fan, kann ich mit dir ein Foto machen. Bam, und da musst du rein! Oha! Also, das Foto halt in die Kamera. Und ging da was da noch? Nee. Und da, wie, nee? Nee, sie wollte nur ein Foto mit mir. Mann, ich sag's dir, die Frau, da musst du aufpassen bei denen. Vor allem, wenn es um Fame geht, so ganz, ganz gefährliche Geschichte, weißt du? Die wollen dich manchmal nur ausnutzen wegen deinem Fame. Ja. Das Ding ist so, viele wollen immer Fame werden, aber dann bist du da, wo du jetzt gerade bist. Und dann hast du wahrscheinlich so Tage, da wünschst du dir einfach, Bruder, wäre ich lieber normal. Weil dieser ganze Fame, der macht viel kaputt, oder nicht? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Du bist Fame. Ja. Sag einfach ja. Ja. Sehr gut. Ich glaube, wir freuen uns hier alle sehr zusammen, dass du hier bist und dass das jetzt hier ist. Es entsteht mal wieder goldener Content. Also, du hast ja mitbekommen, die Videos mit dir, die Leute, die lieben dich. Ja. Wir fahren heute eine Ape zusammen. Web 50. Web? Ja. Die Webbrowser? Ja, das ist so eine Cross-Umbau bisschen. Eine Cross-Umbau? Das soll eine Ape Web Cross sein. Ja. Wie eine Cross? Fährt die dann Offroad? Nee. Bruder. Chill doch mal ein bisschen, was geht denn bei ihr eigentlich? Und die fährt Offroad oder was? Nee, der steht auch vorne oben, weiß ich nicht, was das noch heißen soll. Aber ich muss ehrlich sagen, sieht sehr, sehr schön aus. Das ist für mich so eine Kaffeemaschine. Alter, sein Instagram ist da dran. Geil. Aber bei uns fahren doch solche Autos oder Mopeds als Kaffeemaschine rum, oder? Sowas würde ich fühlen, wenn wir uns sowas kaufen. Naja, kaufen nicht, aber sowas würde ich gerne mal mit dir fahren wollen. Ja. Da passen auch zwei rein, oder? Mhm. Das wäre cool. Durch Berlin. Wir gehen einfach mal drumherum. Ich zeige euch die Optik erstmal, Freunde. Wir machen heute auch zusammen so ein bisschen so Grip Motor, das Magazin und so ein Zeug. Passt. Sehr gut. Gib mir ein Yeah. 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 Ich glaube, das ist in dem Moment voll unangenehm für ihn. Front, sehr aggressiv. Sind das Angel Eyes, Digga? Ja. Ja? Ja. Angel Eyes? Ja. Bruder. Ich kann es sogar auf Anzeige machen. Mach mal an. Digga. Sieht sehr, sehr aggressiv aus. Ja? Oha! Oha! Junge! Das ist sieht sehr, schon schön sehr aus, aber. Hat was, muss ich ehrlich. Oha, sogar die Blinker. Laufblinker oder was? Mhm. Kennst du diese Leute, die auf Insta vor den 3er BMWs immer stehen und so flexen wollen? Ja. Und sich dann so hinknien und so machen? Ja. Kannst du es einmal machen? Sieht gefährlich aus. Ey, das sieht echt cool aus, no joke. Also die ist wahrscheinlich komplett umgebaut, oder? Ja, genau. Sie ist 4 cm tiefer gelegt. Tiefer gelegt? Ja, Junge. Sie hat bessere Felgen drauf. Der Vorbesitzer hat sogar hinten da Löcher reingeschnitten. Oha. Er hat ja nur so ein Versicherungskennzeichen. Ich glaube sogar, dass er einfach alles damit machen darf. Weißt du, ich meine? Ohne Eintragung, weil sowas braucht ja kein TÜV. Ich glaube, er kann alles machen, was er will damit. Bin ich der Meinung. Der Luftwiderstand besser, damit es schneller geht. Wie viel PS hat die? 3 PS. Die ist richtig, richtig schön.
Sieht doch sehr gepflegt aus. Digga, geleckt. Lichter. Alter, was ist hier in der Box drin? Waffen? Benzin, Öl, Licht, Taschenlampe, Werkzeug. Oh, ein Ball. Ein Ball auch, ja. Fang. Wenn man Langeweile hat. Aber mit so einem Ding zu ziehen, picknicken gehen, Alter. Packst du hinten alles rauf, fährst raus, da wo er wohnt, da in der Umgebung, an den See, nimmst deine Pfeife noch mit. Bruder, nices Teil, ich sag euch, wie es ist, Chat. Der ist auch fest dran gemacht, oder was? Ja. Geil, Mann. Sehr geil. Auch hier mit dem Rahmen und so. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Okay, wir kommen zum Interieur. Blau. Geht auch nur einer. Oh, das ist eine schöne Farbe. Alles in Blau gehalten. Bruder. Hier ist auch sehr wenig Platz. Ich weiß gar nicht, ob wir zusammen hier reinpassen. Hier ein Würfel, Duftbaum. Hier auch so ein Duftding. Mhm. Oha! Hat der andere Boxen drin? Ja. Ihr wisst, was gut ist, Mann. Unikat. Ihr wisst echt, was sieht fett aus. Alles umgebaut, Mann. Okay, und wir wollen da jetzt zusammen fahren, ja, oder? Gerne. Mhm. Gut. Ja, lass uns losfahren, würde ich sagen. Ja, hier ist nicht so viel Platz. Aber das... noch eine kurze Info. Normale Hupe. Oha. Und... Alter. Eine alte Hupe. Fällt mir gut. Okay, wir machen die Tür zu. Bam. Okay, also ich hoffe, es geht so von der Kameraposition. Es ist sehr, sehr kuschelig hier heute. Ja. Wir sind nur neutral, hast du mir gesagt. Ist eine Gangschaltung, hier ist Vorderbremse, hier ist Gas. Er muss ja einen schnelleren Gas zudrehen, also einen kürzeren. Einen kürzeren Gas zu, wegen Rennstrecke, Racing. Ja, genau. Geil, geil. Dann schmeiße ich die jetzt an, warte, Zündungs... An. Ist an? Ja. Okay. Okay. Hey, weißt du, was noch geil wäre? Warte, unten ist der Schock, also... Da ist ein Schock. Ja. Jetzt. Nee. Jetzt ist sie aus. Oh Gott. Das sieht sehr falsch aus. Ja, man weiß sieht sehr, aus. Sehr falsch aus. Aber das hat er auch, glaube ich, jetzt selber gesagt. Warte. Also ich möchte nochmal betonen, dass wir, also, deine Eltern wissen, dass du hier gerade bist. Ja. Richtig? Gut, aber es ist auch, wir haben einfach nur Spaß mit der Ape. Also... Oh Gott, ich komme in den Knast nach dem Video, Digga. Jawohl! Oh, Bruder! Und ja, da macht er gleich Auge. Dran. Was sagst du? Sportauspuff. Ey, wir müssen einen Soundcheck machen. Aber hörst du doch aus, es vibriert extrem. Hm. Willst du einmal kurz Gas geben, wenn ich dahinter stehe? Wo ist denn hier der Auspuff? Unten. Unten? Okay. Okay, absolut keine Ahnung, wo der Auspuff ist, Digga. Hört sich aber mächtig an, yo! Yo! Hört sich halt an wie so ein Sportroller, ne, Chat? So eine Aprilia RS 50. Einfach Gas geben und dann loslassen. Weiter nach oben. Okay, der Gang ist nicht drin. Soll ich schalten kurz? Es sieht voll schwer aus, Alter. Jetzt ist sie wieder ausgegangen. Oh Gott! Ist sie an? Warte, ich krieg's hin. Okay, lass los. Ja, alles unter Kontrolle. Ich kann sowas. Oh, Bruder. Geht gar nicht schlecht gerade. Nee. Oha. Okay, also erste Fahreindrücke. Ich versuche mal ein bisschen zu lenken. Ja. Das Teil würde safe umkippen, wenn du ein bisschen zu doll denkst. Denk ich mal. Fühlt sich so an, als würden wir gleich sterben, aber kontrollierbar. Sehr direkt. Ja. Sehr, sehr direkt. Wir sind hier gerade im dritten oder zweiten Gang. Im zweiten, glaube ich. Glaubst du? Ich schalte mal hoch. Bam! Dritter Gang, 30 km/h. Ich glaube, schneller darf. Hast du genauso viel Adrenalin wie ich gerade? Ja. Ich glaube, schneller darf ich auch gar nicht fahren. Gang runter und los geht's! Bam! Hier! Yeah. Sind das die Kilometer? Ja. Die hat 186.000 Kilometer. 18.000. Wer? So. 186.000? Kann nicht sein. Ist mit dem Ding 186.000 Kilometer gefahren. Frag die Ladies mal ganz kurz, wie sie uns hier finden, wie sie das finden. Hallo, kurze Frage, wie finden Sie das Teil? Sehr cool. Ist wie im Urlaub. Was? Ist wie im Urlaub? Ist wie Urlaub, ja. Wir sind auf der Suche nach Frauen. Nach Frauen? Ja. Wir haben eine Laderampe hinten drauf. Ciao!
Ey, aber cool, dass der Junge, also der Vollstrecker, sich einfach getraut hat in dem Moment. Ja. Es ist nicht einfach, Chat, in dem Moment zu sagen, wie findet ihr das Teil? Der Junge hat Eier, Potenzial, Bruder. Mach was aus dir, du wirst ein YouTube-Star. Ich sag dir, wie es ist. Meinst du, sie hat ein Interesse? Nee. Nee, oder? Nee. Und die waren jetzt auch nicht ganz in unserem Alter. Nee. Findest du eigentlich, ich bin alt? Nee. Das musst du jetzt sagen, um nett zu sein. Bremst jetzt runter, schalt den ersten. Wir machen jetzt den Launch Control, okay? Okay. Bist du bereit? Ja. Ich hoffe, ich mache das Ding nicht kaputt. Okay. 3, 2, du stoppst die Zeit, ja? 3, 2, 1. Bam! Okay. Okay, 25. Wie lange haben wir gebraucht? Haben nicht genau drauf geschaut. Hey, weißt du, was wir auf jeden Fall auch noch zusammen machen müssen? Ha? Ein Stream. Gerne. Wir müssen mal zusammen streamen. Digga, ich sehe jetzt erst die Felgen. Holy shit. Freunde, falls ihr, also nicht durch, ich rede gerade mit den Leuten, die zuschauen. Falls ihr irgendwie eine Idee habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Was sollen wir zusammen machen? Wir könnten mal auf Frauenjagd gehen zusammen. Ich würde sagen, pack ihn einfach hinten aufs Bike. Natürlich fahr nicht so schnell, ne? Langsam. Gib ihm eine Kamera, ein Mikrofon mit zwei Sichten, Bruder, und dann geht die Frauen klären. Das wäre so meine Idee. Oder du fährst mal mein Pitbike auf abgesperrtem Gelände. Gerne. Hättest du da Bock drauf, mit Lil Jimmy ein bisschen ballern? Ja, warum nicht? Okay, das machen wir. Gibt es irgendwie ein Resümee von dem heutigen Video? Hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, das Ding zu fahren. Ist halt ein bisschen eng, also für eine Person ist cool, glaube ich, ohne Helm. Wenn man da alleine wäre, wäre das auf jeden Fall, glaube ich, entspannt. Vor allem auch ohne Helm. Helm nimmt auch noch viel Platz weg. Hat die einen Namen? Luigi. Luigi? Weißt du, wie ich meinen Sohn nennen würde, wenn ich einen kriege? Ja? Senf. Danke fürs Wie kommt er drauf, ja? Wie kommt er drauf? Genau, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Digga, das war besser als meine Outros. Ja, Freunde, er hat alles gesagt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was wir beide in Zukunft noch starten müssen. Was für Projekte, was für Videoideen ihr habt. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hab euch lieb. Heide Ackermann und? Ciao. Nee, peace. Peace. Oh, wow. Ja, war ein unterhaltsames Videochat von dem lieben Moji. Der Junge ist auf jeden Fall absolut süß. Mach auf jeden Fall weiter mit dem Bruder. Der ist süß, der freut sich. Ich küsse doch sein Herz.